Um den Verbrauch und damit auch die Reichweite von Elektroautos im Winter ranken sich zahlreiche Mythen. Man bekommt manchmal den Eindruck, dass einem Elektroauto im Winter mit eingeschalteter Klimaanlage schon auf dem Weg zum nächsten Supermarkt der Saft ausgehen könnte. Das ist natürlich totaler Quatsch. In diesem Video möchte ich einen Blick auf die Fakten werfen. Es handelt sich dabei um die realen Verbrauchswerte unseres Elektroautos, eines Kia e-Niro, Modelljahr 2020, mit einer 64 Kilowattstunden Batterie. Die Kernfrage wird sein, wie viel mehr verbraucht dieses Elektroauto im Winter mit Winterreifen im Vergleich zum Herbst mit Sommerreifen? Und damit herzlich willkommen auf diesem Kanal bei den Elektroauto-Umsteigern. Den Verbrauchsvergleich werde ich nun anhand einer Referenzstrecke durchführen, und zwar dem Arbeitsweg meiner Frau. Der norwegische YouTuber Bjørn Nyland hat ja immer den Yalo-Test im Programm. Wir machen den Steinfurt-Test, denn meine Frau arbeitet in Burg Steinfurt. Wir wohnen in Münster. Das ist etwa 34 Kilometer voneinander entfernt und diese Strecke musste sie auch in Corona-Zeiten regelmäßig zurücklegen. Daher haben wir eine ganz gute Datenbasis. Die Strecke besteht zu etwa 80% aus Landstraße, mit Abschnitten, wo 120 km pro Stunde erlaubt sind. Der Rest findet innerorts statt. Für diese etwa 34 km benötigt meine Frau in der Regel 33 Minuten, plus minus 2 Minuten, je nach Verkehrslage. Daraus ergibt sich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 62 km pro Stunde. Und die Strecke ist weitestgehend flach. Wir wohnen im Münsterland, da gibt es keine Berge. So, wie haben sich denn nun die Randbedingungen für das Zurücklegen dieser Strecke verändert vom Herbst zum Winter? Die Fahrerin ist dieselbe, das Auto ist dasselbe. Wir fahren immer im Eco-Modus, das ist auch dasselbe. Wind und Regen habe ich bei der Untersuchung nicht in Betracht gezogen. Das wäre etwas zu komplex gewesen. Und ich gehe davon aus, dass sich diese Effekte über die Zeit ein wenig ausgleichen. Die Hauptunterschiede liegen somit erstens bei den Außentemperaturen. Und zweitens bei der Bereifung des Fahrzeugs. Im Sommer sind wir unterwegs mit den Standardrädern des e-Niro. Das sind Reifen mit 215 Breite, 55 Höhe, R17 Reifen der Marke Michelin auf 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Für den Winter haben wir beim Kia-Händler komplette Winterräder erworben und aufziehen lassen. Dabei handelt es sich um Kumho Wintercraft WP71 Winterreifen. Sie haben die Effizienzklasse C und sie haben natürlich die gleiche Größe wie die Sommerreifen. Aufgezogen sind sie dann auf Kia Stahlfelgen. Der Gesamtpreis für diese vier Winterreifen mit Felgen lag übrigens bei knapp unter 1000 Euro. Schauen wir nun auf die Daten. Insgesamt 28 Fahrten habe ich in den Vergleich aufgenommen. 14 davon mit Sommerreifen im Zeitraum Ende September bis Anfang November. Die anderen 14 im Vergleich dazu mit Winterreifen im Zeitraum Mitte November bis Ende Januar. Und man kann schon sehen, die Temperaturen im Winter im Münsterland sind oft recht milde. Wir haben hier einen Tag, zwei Tage, tatsächlich nur einen Tag, wo sie in den Minusbereich gerutscht sind. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Aber trotzdem auf der rechten Seite, man sieht, die mittlere Temperatur in dem Zeitraum lag bei 5,6 Grad, also deutlich niedriger als die 12,1 Grad auf der linken Seite in dem Zeitraum, wo wir die Sommerreifen noch drauf hatten. Das bedeutet, dass auch in den Monaten November, Dezember, Januar durchaus die Klimaanlage öfters angewiesen sein dürfte, um zu heizen, was natürlich den Verbrauch ein wenig nach oben treibt. Die Distanzen hier weichen ganz leicht voneinander ab. An einigen Tagen gab es mal kleinere Streckensperrungen und deshalb musste meine Frau kleine Umwege fahren. Deswegen haben sich da manchmal etwas kürzere oder etwas längere Entfernungen ergeben. Ja, abgelesen habe ich diese Werte übrigens alle aus dem Display des Bordcomputers, falls ihr euch das fragt. Ja, schauen wir uns die Ergebnisse nun an. Man sieht, mit den Sommerreifen lag der Durchschnittsverbrauch über alle 14 Fahrten
bei 15,83 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Mit den Winterreifen im Zeitraum Mitte November bis Ende Januar lag er bei 17,46 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das bedeutet, das sind ziemlich genau 10% mehr Verbrauch mit den Winterreifen in der etwas kälteren Jahreszeit als im Herbst mit den Sommerreifen. Da bin ich erstmal recht positiv überrascht, denn ich hatte befürchtet, dass der Mehrverbrauch doch noch deutlicher sein würde. 10% ist also das, was man sich bei uns als Daumenregel merken kann, bei relativ milden Wintertemperaturen. Und an dieser Stelle wollte ich das Video eigentlich schon beenden. Und dann kam der richtige Winter. Hier eine Wettervorhersage vom 7. Februar 2021. Man sieht, das sind richtig knackige Wintertemperaturen. Es ereilte uns hier in Münster so heftig, wie das schon seit einigen Jahren nicht mehr der Fall war. Und tatsächlich brach der Verkehr auch halbwegs zusammen in Münster und Umgebung. Wir mussten ziemlich viel Schnee räumen, bis wir unseren e-Niro überhaupt aus dem Carport herausbekamen. Dann ist meine Frau schließlich an zwei kalten Tagen zur Arbeit gefahren und somit haben wir nochmal interessante Vergleichsdaten bekommen. Also was verbraucht der e-Niro auf unserer Referenzstrecke, wenn es mal so richtig kalt ist? Hier die Antwort. Am Mittwoch, den 10.2. Man sieht der Hinweg, knackige minus 10 Grad. Da hat meine Frau vorgeheizt mit der Klimaanlage, bevor sie losgefahren ist und kam dann auf satte 21,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei übrigens einer Durchschnittsgeschwindigkeit von nur 49 km/h. Man konnte nicht so schnell fahren an den Tagen. Rückweg dann fast schon milde minus 3 Grad ohne Vorheizen dann bei 19,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Die Durchschnittsgeschwindigkeit höher auch da, 63 km/h. Es war auch eine leicht längere Strecke, weil meine Frau da mal über die Autobahn gefahren ist. Allerdings auch mit moderater Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeiten, wie gesagt, waren an den Tagen nicht möglich aufgrund der Verkehrsverhältnisse. Dann am Tag danach, Hinweg minus 8 Grad, auch wieder vorgeheizt mit der Klimaanlage, auch wieder 21,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also ein hoher Verbrauch. Rückweg wiederum minus 3 Grad, dann nur 17,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 50 km/h. Fazit: Im Durchschnitt lag der Verbrauch an diesen wirklich kalten Tagen bei fast 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und damit ungefähr 25%, 26% höher als im Vergleich zum Herbst mit Sommerreifen. Im Vergleich zu den milderen Wintertagen stieg der Verbrauch durch die Kälte also nochmal um ungefähr 15%. Und wenn ich das auf die Reichweite umrechne, kämen wir mit dem e-Niro bei einem solchen Verbrauch etwa 320 Kilometer weit. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied zur angegebenen WLTP-Normreichweite von 455 Kilometern. Da sieht man eben, dass die Wetterbedingungen tatsächlich einen großen Unterschied machen. Ja, was ist nun das Fazit? Auf dieser Strecke, die stark von Landstraße geprägt ist, beträgt der Winterverbrauch unseres Fahrzeugs bei moderaten Temperaturen ungefähr 10% mehr als im Herbst mit Sommerreifen. Dementsprechend sinkt dann eben auch die Reichweite. Wenn die Temperaturen richtig in den Keller gehen, dann liegen wir bei einem Mehrverbrauch von etwa 25%. All das kann bei anderen Streckenprofilen natürlich anders aussehen. Das haben wir nicht, da haben wir keine Erfahrungswerte. Woran der Mehrverbrauch genau liegt in diesem Fall, habe ich nicht untersucht. Also ich bin jetzt nicht der Frage nachgegangen, wie viel genau zieht die Klimaanlage, wie viel wird durch die Winterreifen hervorgerufen, obwohl natürlich die Schlussfolgerung nahe liegt, dass die Winterreifen gar nicht so einen großen Effekt hatten. Denn richtig hoch ging der Verbrauch ja erst, als die Temperaturen deutlich unter 0 Grad gingen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.